Am nächsten Tag. Ich bin auf dem Weg nach Österreich. Zuvor habe ich etwas herausgefunden, was ich fast nicht glauben konnte. In einem kleinen Kurort in Oberösterreich gibt es tatsächlich einen Ernesto Pichler. Das war aber auch schon das Einzige, was ich herausfinden konnte. Ja, ich habe ja leider keine genaue Adresse in dem Ort, aber ich habe mal recherchiert. Da gibt es ungefähr 2000 Einwohner. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Leute mir dort weiterhelfen können. Bad Wimsbach-Neihating heißt die idyllische Gemeinde, in der ich vielleicht Elviras Vater finden kann. Das ist hier das Zentrum. Jetzt erstmal gucken, wo ich parke. So, ich sehe den ersten Menschen, beziehungsweise höre ihn. Guten Tag. Hallo. Entschuldigung, eine kurze Frage. Ja. Sagt Ihnen der Name Ernesto Pichler irgendwas? Ja. Na? Ah ja, so ist ja viel besser. Ernesto Pichler. Ich habe hier ein ganz altes. Sagt mir nichts, ne? Sagt Ihnen gar nichts. Die Hoffnung gehabt, dass. Sie suchen wieder. Ich suche wieder. Kennen Sie mich? Ja, selbstverständlich. Ja, also und das Foto? Na, sucht mir gar nichts. Gar nichts. Alles klar. Sind Sie denn vom Ort? Na? Nicht. Ah, okay. Dann gebe ich ja die Hoffnung nur nicht so schnell ab. Okay. Danke. Tschüss. Bitte. Wiederschauen. Ah, da ist ein Postbote. Wobei das heute auch nicht mehr so ist wie früher, ne? Dass der Postbote jeden kennt. Entschuldigung, eine Frage. Sagt euch der Name Ernesto Pichler irgendwas? Nein. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Grüß Gott. Grüß dich, Herr Kenny. Ja? Das ist schon mal gut. Ich schaue deine Sendung immer. Sie schauen meine Sendung immer? Ja. Da müssen Sie mir jetzt weiterhelfen, bitte. Wie kann ich da weiterhelfen? Ich bin ja kein Heimischer, ich bin auf Kur da. Ach so. Ich bin in Kurgast. Das wäre ich auch gern auf Kur hier. Ja? Ja, so sehr schön hier, oder? Ja. Ich suche Ernesto Pichler. Sind Sie auch nicht von hier? Nein, ich wohne zwar da, aber da drinnen, da drinnen können Sie mir Auskunft haben. Wenn Sie da reingehen. Ja. Dann gehe ich da mal rein. Auf sicher Chance. Ja? Dann mache ich das jetzt mal. Alles klar, danke. Ja, ja, danke, gerne. Dann gehe ich da mal gucken. Ach, da kommt gerade jemand. Hallo, Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Ich suche einen Ernesto Pichler. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Nein. Aber Pichler gibt es das Elternhaus von Pichler, aber vorne die Bar da. Da gibt es eine Bar, die ist aber nicht mehr in Betrieb. Das war, glaube ich, das Ursprungshaus von den Pichler. Pichler? Hier auf der Seite? Mhm, gleich da vorne. Wie sieht das Haus aus? Das ist ja gleich. Ja. Nach der Baustelle, es hängt sogar noch die Tafel heraus. Ah, okay. Alles klar. Dann gucke ich da mal. Herzlichen Dank. Gell? Sie meinte, da hängt noch ein Schild draußen. Wahrscheinlich das da. Eggenberger Bier. Das sieht doch nach Gaststätte aus. Ernst Bar Café. Geöffnet ab 18 Uhr, aber sie hat ja gesagt, das gibt's nicht mehr. Aber Ernst Bar Café, und sie hat gesagt, es waren Pichlers hier in der Gaststätte oder Café. Das ist bestimmt Ernesto. Das kann ja jetzt kein Zufall sein. Also hier ist alles zu, ne? Hallo? Hallo? Ja, also auch wenn es hier hinten bewohnt aussieht, aber hier ist niemand. Ich guck mal, was es da in der Umgebung noch gibt, in der Nachbarschaft. Am selben Tag in Brasilien. Sao Paulo ist mit 12 Millionen Einwohnern im Stadtgebiet und 21 Millionen in der Metropolregion eine der größten Städte der gesamten Erde. Im Zentrum der Stadt soll jemand leben, der möglicherweise Elviras Vater gut kannte. Mauro erreicht die Adresse am späten Vormittag. Jemand zu Hause? Opa, hallo. Wer sind Sie? Wohnt hier ein Roberto Marquez? Warum filmt ihr mich? Keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Ich suche einen Roberto Marquez und habe diese Adresse. Eine Tochter sucht ihren Vater namens Ernesto Pichler. Ernesto ist ein Freund von Roberto und weiß vielleicht, wo ich ihn finden kann. Und es ist nichts Schlimmes? Nein, es ist für das deutsche Fernsehen. Also gut, er wohnt hier, ist aber gerade bei der Arbeit. Könnte ich seine Telefonnummer haben? Ja, okay, ich habe sie hier. Vielleicht kann ich mich mit ihm verabreden.
Kann ich sie abtippen? Okay. Ich lese. Okay, dann rufe ich ihn an. Alles klar, aber ihr verarscht mich doch nicht? Nein, keine Angst. Mann, habe ich mich vorhin erschrocken wegen der Kamera. Alles gut. Entschuldige bitte den Überfall. Schon okay. Tschüss. Zurück in Oberösterreich. Auf meiner Suche hier habe ich mittlerweile fast ganz Wimsbach abgegrast. Nee. Kennen Sie den? Ich war keinen. Ja? Ja, Ernesto heißt er nicht, Ernst heißt er. Ah, aber es gibt einen Eintrag in diesem Ort zu Ernesto Pichler. Was wird der dann sein? Nein, das kann nur der Pichler Ernst sein. Und Sie kennen den? Na klar, kenne ich den. Ist er das in jungen Jahren? Nein. Nicht. Der Ernst Pichler, den Sie kennen, wie alt ist der ungefähr? Na, der ist 60. Da sind Sie sich sicher? Da bin ich mir sicher, ja. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und wissen Sie, wo der wohnt? Ja, der wohnt ja da in dem Haus. Ach so, Der wohnt in dem Haus. Wissen Sie, ob der da ist? Wir müssten am liebsten selber sprechen, aber irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Wo ist denn da der Hauseingang? Der ist doch da hinten, ja, ne? Hinten, ja. Ja, da macht niemand auf. Ja, vielleicht der ist viel mit dem Motorrad unterwegs. Ah, dann ist der wahrscheinlich nicht. Vielleicht weiß der Hermann, wo der Ernst ist. Ein kleiner Onkel. Vielleicht weiß der Hermann, wo der Ernst ist. Wo ist er? Der ist auf Urlaub, glaube ich. Ah, der ist auf Urlaub. Ah, also Sie sind sich sicher, das ist nicht der Ernst Pichler, den Sie kennen? Ich sag, das ist, also der Ernst ist das nicht. Der Ernst ist das nicht. Welcher Bild ist das? Wann ist das Bild? Das Bild ist 50 Jahre alt. Der müsste jetzt 76 Jahre alt sein. Der alte Pichler ist das auch nicht. Verstehe. Dann verfolge ich hier wahrscheinlich eine falsche Spur. Eine falsche Spur, ja. Okay, es geht nur um eine Familienzusammenführung. Ja, ich kenne ihn sehen. Na ja, dann wissen Sie ja. Ich kenne ihn sehen. Dass ich Ihnen nichts verkaufen will. Ja. Alles klar. Herzlichen Dank. Ja, ich habe einen Eintrag gefunden. Der muss aber 76 Jahre alt sein, der, den ich suche. Und hier der nette Herr hat gesagt, der Ernst Pichler, den es hier gibt, da drüben in der Nummer 24, der ist 60 Jahre alt. 62 Jahre, das ist sicher. Und du bist mein Freund. Ach so. Alles klar, dann weiß ich jedenfalls, dass ich hier falsch bin. Aber danke für Ihre nette Auskunft. Bitte. Gell? Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, ich glaube, damit hat sich meine sehr kurze Reise nach Österreich schon erledigt. Ich bin hier falsch. Am späten Nachmittag in Sao Paulo. Mauro hat sich telefonisch mit Roberto, einem ehemaligen Kollegen von Elviras Vater, verabredet. Kann er uns vielleicht den entscheidenden Hinweis geben? Hallo. Guten Tag. Sind Sie Roberto? Genau. Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so überfalle. Ich habe da ein paar Fragen und Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Haben Sie in den 60er Jahren in Deutschland gearbeitet? Ja, habe ich. War das in Frankenthal bei Pegulan? Ja, bei der Firma Pegula. Können Sie sich an einen Ernesto Pichler erinnern? Ernesto Pichler? Ja, den kannte ich. Wieder jemand, der sich an Elviras Vater erinnert. Leider hat der Mann, seit er damals Deutschland verlassen hat, den Kontakt zu Ernesto verloren. Er kann sich aber an ein Detail erinnern, das sich noch als sehr wertvoll für die Suche herausstellen könnte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er aus Crusalia stammt. Aus Crusalia? Da wurde er geboren. Können Sie sich sonst noch an irgendwas erinnern? Mehr weiß ich leider nicht. Crusalia ist ein wertvoller Hinweis für mich, denn Crusalia liegt am Capivara-Stausee. Das sagt mir was. Gut, Roberto, vielen, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Danke, machen Sie es gut. Am nächsten Tag. Crusalia ist der mutmaßliche Geburtsort Ernestos, liegt westlich von Sao Paulo und ist eine kleine Gemeinde mit gut 2000 Einwohnern. Ernesto ist evangelisch, deshalb versucht Mauro in der evangelischen Kirche etwas außerhalb von Crusalia sein Glück. Entschuldigung? Ich komme. Guten Tag. Boa tarde, tudo bem? Beleza?
Okay, was ist Phase, ey? Guten Tag, warum filmen Sie hier? Keine Sorge, wir kommen vom deutschen Fernsehen. Vielleicht können Sie mir helfen, jemanden zu finden. Kennen Sie Ernesto Pichler? Ernesto Pichler? Ernesto Pichler? Ja, den kenne ich. Was wollen Sie von ihm? Seine Tochter aus Deutschland sucht ihn ganz verzweifelt. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass er aus Cruzalia stammt. Ja, er kommt aus unserer Gemeinde, aber er ist vor einiger Zeit weggezogen. Es ist sehr wichtig für mich, ihn zu finden. Wissen Sie genau, wo er hingezogen ist oder wer das wissen könnte? Vielleicht Gustavo Reinecke. Er ist ein Gründungsmitglied unserer Kirchengemeinde. Der weiß wahrscheinlich mehr über Ernesto. Wo finden wir den? Ich habe ihn vorhin auf dem Friedhof gesehen. Könnten wir mit ihm sprechen? Ja, klar. Das wäre großartig. Gehen wir doch mal hin. Hier geht es zum Friedhof. Und da hinten sitzt er ja. Schön hier. Ja, sehr ruhig und friedlich. Sir Gustavo, boa tarde. Guten Tag, Gustavo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Soweit ganz gut. Das ist Mauro mit einem deutschen Fernsehteam. Er sucht Ernesto Pichler. Den kenne ich gut. Sie kennen Ernesto? Ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der wohnt in Marília, in einem Haus, das seinem Sohn gehört. In Marília? Genau. Haben Sie vielleicht eine Adresse für mich? Nein. Warum sucht ihr ihn? Volltreffer. Tatsächlich hat Mauro einen alten Freund Ernestos gefunden. Und der hatte auch noch Kontakt zu Elviras Vater, zumindest bis vor einigen Monaten. Hat die Suche nun endlich ein gutes Ende? Seine Adresse haben Sie also nicht. Dabei habe ich sie nicht. Aber könnten Sie mir die Adresse besorgen? Ja, das kann ich. Das wäre fantastisch. Ich müsste zu Hause ein wenig telefonieren, aber kein Problem. Ich kann sie euch dann geben und ihr könnt ihn dann persönlich aufsuchen. Das wäre eine große Hilfe für mich. Vielen, vielen Dank. Muito obrigado, Sr. Robert. Einige Tage später zurück in Deutschland. Ich bin erneut mit Elvira verabredet, denn ich habe ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Hallo. Na? Hallo. Wie geht's dir? Gut. Gut? Ja. Ich nehme dich gleich mit rein, hm? Elvira, du bist heute hier, weil ich dir was sagen muss. Ich habe bereits nach deinem Papa gesucht. Ach. Das heißt, ich war natürlich in Deutschland und unter anderem auch in Österreich unterwegs. Und mein Kollege war in Brasilien. Und mein Kollege Mauro hat in Brasilien dann tatsächlich einen Tipp bekommen, wo dein Vater leben soll. Und da ist er hingefahren. Und das gucken wir uns an. Hm? Okay. Marília im Bundesstaat São Paulo. Mauro hat die Information bekommen, dass Ernesto etwas außerhalb des Zentrums in einer Wohnsiedlung leben soll. Guten Tag. Guten Tag. Ist etwas passiert? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme vom deutschen Fernsehen. Wohnt hier Ernesto Pichler? Das ist mein Ehemann. Wohnt er hier? Ja, er wohnt hier. Könnte ich mit ihm sprechen? Ich hole ihn. Vielen Dank. Obrigado. Schatz, da möchte dich jemand sprechen. Ja, bitte? Guten Tag. Was ist denn hier los? Nicht erschrecken. Es ist nichts Schlimmes. Ich muss was Wichtiges mit Ihnen besprechen. Sind Sie Ernesto Pichler? Der bin ich. Haben Sie in den 60er Jahren in Deutschland, in Frankenthal gelebt? Ja, aber woher wissen Sie das alles? Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Können wir reingehen und reden? Dann kommen Sie mal rein.
Sehr freundlich von Ihnen. Soll ich zumachen? Ja, bitte. Das ist dein Vater. Wir haben ihn gefunden. Mauer hat dann natürlich mit deinem Vater gesprochen. Und ich hatte im Anschluss dann auch Gelegenheit, mit ihm zu telefonieren. Und ich habe ihn dann eingeladen und gebeten, nach Deutschland zu kommen. Und dazu gucken wir jetzt weiter, okay? Ich halte deine Hand. Komm. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, bin etwas spät dran und ich glaube, Ernesto müsste schon gelandet sein. Hier ist jetzt wahnsinnig viel los wegen der Urlaubszeit. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. So, wir sind hier als Treffpunkt verabredet. Der müsste die Rolltreppe hochkommen. Da kommt jemand. Das ist er aber nicht. Da ist jemand. Ich glaube, das könnte er sein. Ich sehe ihn jetzt aber nur von hinten. Ich gehe mal hin. Ernesto? Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Julia. Angenehm. Ernesto? Ja, hallo. Ja. Alles herzlich gut. Willkommen in Dankeschön. Deutschland. Jetzt lerne ich dich endlich kennen. Ja, ich nehme den Koffer mit. Hier ist so viel los. Ich nehme den. Mit. Oh mein Gott. Wie geht's dir denn? Ich bin ganz aufgewühlt. Mir fehlen die Worte, weil 50 Jahre sind da zwischen dem Foto, was ich habe, und wie er heute ist. Ja. Aber ich freue mich auch. Und jetzt kannst du mal hören, was er erzählt. Ja? Ernesto, du bist ja hier nach Deutschland gekommen, weil deine Tochter Elvira nach dir sucht. Kannst du mir sagen, was das für dich bedeutet, dass sie dich sucht? Das bedeutet, ich habe große Freude daran, sie kennenzulernen, weil ich habe sie nur als Kind gesehen. Vielleicht 3-4 Monate alt und nachdem nie mehr wieder. Also hat das eine große Bedeutung? Eine große Bedeutung, wirklich. Hattest du Sehnsucht nach Elvira? Ja, ich hatte große Sehnsucht nach ihr gehabt. Ich bin ja auch ihr Vater. Täglich habe ich an ihr gedacht, mit großer Sehnsucht. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in deine Vergangenheit. Du bist 1964 ja nach Frankenthal gekommen zum Arbeiten und hast dort irgendwann Monika kennengelernt. Ja. Aber eure Beziehung und auch eure Ehe haben nicht wirklich lange gehalten. Nicht wirklich, 3 Monate. Warst du damals verliebt in Elviras Mutter? Ja, ich war sehr verliebt in ihr. Ich wollte direkt eine glückliche Ehe führen. Bloß sie war, glaube ich, zu jung gewesen. Sie hatte einfach gesagt, sie braucht mich nicht mehr. Und dann ist sie auch zurückgezogen, zu ihrer Mutter wieder zurück nach Hause. Das heißt, du hast nicht gekämpft um die Beziehung, sondern du hast es so hingenommen, aber hast innerlich gelitten. Innerlich gelitten, ja. Ja. Als du später dann erfahren hast, dass Elvira unterwegs ist, hat Elviras Mutter dir denn Bescheid gesagt, als das Baby dann zur Welt kam? Hast du das mitbekommen? Ja, ich war direkt zur Geburt im Krankenhaus. Warst du stolz, ja, als du sie gesehen ja, hast? Ja, ich hatte sie auch im Arm gehabt, ja. Elvira wurde erzählt, dass sie so hässlich gewesen ist, dass du nicht sie sehen wolltest. Nein, das gibt's ja gar nicht, ein kleines Kind. Hässlich, ich glaube, das gibt's nicht. Nee. Nee. Ich habe sie hübsch gefunden, ja. Ja. Ein süßes Kind, ne? Wie ging das dann weiter? Bist du mit Monika in Kontakt gewesen? Weil ihr hattet ja ein Kind zusammen. Einmal kam, weil ich habe in Jugendwohnheim gewohnt, dort in Albertstraße. Mhm. Und da haben die Kollegen gesagt, deine Schwiegermutter ist da draußen und die möchte mit dir sprechen. Und da war Monika mit dem Kinderwagen. Und wo ich rauskam, hat die Elvira angefangen zu weinen. Da ist die Monika weg, mit das Kind weg. Und ich habe sie dann auch nicht mehr gesehen, nie mehr wieder gesehen. Ich
Glaubst du, damals ist ein Traum von dir auch kaputt gegangen? Auch kaputt, wirklich. Ein Traum von mir ist zu Ende gegangen. Ernesto, kannst du mir von deinem Leben jetzt ein bisschen erzählen? Heute lebe ich in Marília und bin zum dritten Mal verheiratet mit meiner jetzigen Frau Luciana. In der zweiten Ehe bringe ich drei Kinder. Meine Tochter, die ältere, heißt Andrea und sie ist 45 Jahre. Die zweite heißt Sandra, sie ist 43. Und dann habe ich noch einen Sohn, der ist 40, der heißt Leandro Alberto. Ich bin Rentner und bin zufrieden mit, was ich habe. Schau mal, ich habe hier ein Babyfoto von Elvira. Ach, wie süß, wie schön. Ein hübsches Kind. Das ist für dich? Ist für mich, danke. Ich danke sehr. Das ist deine Tochter heute. Ja, sie hat ein Pichler-Gesicht. Ich muss mich ein bisschen halten, sonst kommen die Tränen. Liebe Elvira, hier ist dein Papa. Ich möchte vom Herzen dir sagen, dass ich dich liebe. Und freue mich, dass du diesen Wunsch vollendet bekommen hast, um mich persönlich kennenzulernen. Schade, dass es lange gedauert hat, bis dieser Tag gekommen ist. So viele verschiedene Gefühle in dir. Das war ja mein Herzenswunsch gewesen, ja, ihn mal in den Arm zu nehmen. Und heute ist der Tag, wo deine Wünsche alle wahr werden. Wirklich? Der wartet natürlich draußen und der ist genauso aufgeregt wie du und will dich jetzt gerne in die Arme nehmen. Darf ich dich zu deinem Vater bringen? Ja, gerne. Dann komm mit. Vor genau einem halben Jahrhundert wurden Ernesto und Elvira getrennt. Ihr Leben lang hatte Elvira nie jemanden an ihrer Seite, der die Vaterrolle einnehmen konnte. Das kann sich heute ändern. Elvira, dann ist es jetzt soweit. Kannst du deinem Papa gehen? Papa. Mein Kind, heute geht dein Wunsch in Erfüllung. Viele Jahre. Viele Jahre. Ich freue mich wirklich so sehr. Ich habe immer an dich gedacht. Und jetzt bist du da. Ja. Ihr beiden, ich freue mich sehr, euch so zusammen zu sehen. Dankeschön, Julia. Ja, danke. Nichts zu tun. Danke. Julia ist auch mit schuldig. Ja, alles Gute. Haltet euch fest. Ja, danke. Vater und Tochter haben sich sehr viel zu erzählen. Zum ersten Mal ist Ernesto in das Land zurückgekehrt, in dem sein erstes Kind geboren wurde. Und zum ersten Mal hat nun auch Elvira den Papa, nach dem sie sich so lange gesehnt hat.